Nein! Oh, ich hab Evolution geholt. Oh, nein, ich würde. Leute, ich wurde heute beim Zeitungen austragen, wurde ich heute von einem älteren Mann, älterer Mann nicht, es war so ein, ich würde sagen, 50-Jähriger circa. Aber lass mich nicht lügen, am Ende war der 25 und ich beleidige den hier voll. Und der hat mich so gefragt, ja, wann machst du das und wie lange dauert denn das und so. Und ich meinte, ja, Freitagnachmittags und Samstag frühs, beziehungsweise früh, weil das Wort frühs gibt's ja nicht. Und dann hat er mich gefragt, weil ich Samstag und Freitag, also Freitagsnachmittags und Samstag früh austeilen, in Zeitungen austeilen bin, hat er mich wirklich gefragt, ob das von der Schule her alles passt. Wisst ihr, jetzt hätte ich so überhaupt gar keine Zeit samstags und weil ich samstagnachmittags Zeitungen austragen bin und freitags, als hätte ich da so absolut gar keine Zeit, wisst ihr? Als hätte ich gar keine Zeit mehr, um irgendwas zu machen. So, ich dachte mir nur, ob die Erwachsenen von heute denken, dass wir, nur weil wir jugendlich und ein bisschen jünger sind, dass wir aus Zucker bestehen, Alter, und nichts mehr auf die Kette bekommen, oder wie? Vielleicht meint er das auch ein bisschen anders, als ich verstanden habe. Aber er hat es halt so zu mir gesagt und ich war echt erst kurz verwundert, weil ich so dachte, yo, wisst ihr, so nebenbei mache ich zum Beispiel YouTuber. Das kann ich ja jetzt nicht wirklich als Stress oder sowas ansehen. Das habe ich ja auch Spaß. Das macht mir auch übel Spaß so. Und zeichne halt nebenbei noch, als hätte ich gar keine Freizeit mehr, nur weil ich Zeitungen austragen bin. Ich habe den Punkt überhaupt nicht gefühlt, was er da von mir wollte. Jungs, ich hoffe, ihr stört mich nicht, wenn ich hier gleich Villager hin und her schiebe. Warum funktioniert das nicht? So, sorry. Ich habe gerade das Bellen von einem Hund draußen gehört und war direkt komplett durch mit meinem Leben. Weil ich dachte, mein Wuffi bellt, weil ich kenne ja das Hunde, also das Bellen von meinem Wuffi. Und er war halt eigentlich nicht draußen und jetzt habe ich erst gedacht, er ist irgendwie weggerannt oder so, aber alles gut, Jungs. Und da bin ich direkt aufgesprungen und hab geguckt. Wir werden vor die Villager einfach deren Workbenches stellen und dahinter deren Bett. Dann müsste das theoretisch alles passen. Falls, also für die sich jetzt gerade fragen, hey, warum meintest du denn, du setzt das um und am Ende machst du es doch nicht? Wisst ihr, ich meinte am Anfang der Folge so, beziehungsweise in der letzten Folge, meinte ich so, yo, ich will aufhören, die ganze Zeit mit den Villagern was zu machen und so und jetzt lagere ich die komplett um. Aber letzten Endes ist es ja nicht wirklich die Villager, sondern das ist ja eigentlich dafür, dass ich hier weiterbauen kann und weiterkomme vom Bauen her. Hier ist jetzt kein Villager mehr, außer die beiden hier unten. Die müssen noch runter. Und jetzt müssen wir richtig aufpassen, weil das hier ist unser Reparatur-Villager. Und wenn dem was passiert, schrei ich hier richtig rum. Nein! Oh mein Gott. Alles gut? Brudi, alles okay? So, dann kommst du mal bitte dahin. Ich will den jetzt unbedingt da vorne haben, weil ich nicht immer 1000 Kilometer rennen will, bis ich halt bei ihm bin, so. Okay, dann setze ich mir mal über den zwei Eisenblöcke als Markierungspunkt, dass er der Mann ist. Er ist einfach der Mann meiner Träume, okay. Und jetzt müssen wir noch den arbeitslosen Kandidaten mal runterbringen. Der bekommt natürlich, wenn er unten ist, dann auch ein Worktable und alles. Das ist natürlich kein Problem. Er muss noch da drüben gehen. Er muss hier rüber gehen. Komm, ja, so. Na, noch. Sag mal. Ey, der steht exakt auf der Blocklücke. So, sehr gut. Und jetzt kann ich den nämlich ganz easy einfach mal runterbauen. Und dann haben wir auch den letzten Villager hier runtergebracht. So, alle Villager sind jetzt unten. Jetzt geht's nur noch dran. Obwohl, wollen wir die... Nee, ich bringe die Eisengolems nicht um. Die können mir auf jeden Fall, denke ich, noch helfen in kommender Zeit. Die Frage ist halt nur, wo ich jetzt so viele Betten herbekomme, dass das für die Villager reicht. Weil wir haben ja noch keinen Wolle. Oder keinen Wolle-Trader. Keinen Typen, der mit mir Wolle handelt. Und daher kommen wir halt noch nicht. Und auch keine Schafe. Alter, dass wir immer noch keine Schafe haben, ist echt traurig nach der langen Zeit, ne? Aber nicht zu ändern. Ich muss jetzt erstmal hochgehen. Ich hole Wolle. Dann machen wir eine ganze Menge an Betten. Eine ganze Menge an diesem Bibliothekar-Worktables. Und werden die mal unten hinsetzen. Damit ich auch, immer Zugang zu den Villagern habe. Und dann ist der Punkt mit den Villagern endlich mal abgehakt. Das Einzige, was wir im Laufe des Abtragens des Berges noch machen müssen, ist die Bahn so versetzen, dass sie ordentlich bei den Villagern unten ankommt. So, 42 Wolle. Mit 42 Wolle kann man definitiv ordentlich was anstellen. Und ich habe immer hier oben, Alter, 52 FPS. Jo, was geht mit meinem Minecraft ab? Aber nur da oben. Sobald wir hier unten sind, wird es wieder besser. 14 Betten können wir machen. Ich hoffe mal, die reichen. Ich hoffe wirklich, die reichen. Und ich hoffe auch, dass wir Wolle für nichts anderes mehr gebrauchen können, weil ich keine Wolle mehr habe. Und neue Wolle farmen, das wird dann sehr, sehr lustig. Hier, 10 Workstations. Die müssen theoretisch müssen die Workstations auch definitiv reichen. So, theoretisch müsste das ganz easy sein. Denn wenn ich hier das abbaue und einmal den setze und dann statt dem da das und dem dann noch ein bisschen Freiraum gewähre,
Dann da noch eine kleine Fackel und so. So müsste das schon für ihn reichen, theoretisch. Ja, die Wand sieht sehr interessant aus, wa? Hier willst du das Weizen haben? Hä? Er hat das Weizen eingesammelt. Wofür brauchen die Weizen? Kann man die irgendwie füttern? Leute, die Frage ist, reichen denen die 2 Blöcke zum Schlafen? Oder brauchen die 3 Blöcke? Aber dann rennen die hier halt auch weg, ne? Ich guck mal. Geht der jetzt schlafen? Nee. Wir testen es mal an dem. Doch, jetzt legt er sich hin, aber die anderen halt nicht. Ja, okay, dann brauchen die tatsächlich echt 3 Blöcke. Aber selbst wenn er da ganz hinten steht, komme ich ja trotzdem an ihn ran. So, dann mache ich mir mal ein paar kurzen hier ein paar Schilder. Und die setzen wir mal. Theoretisch müsste es. Reicht es so? Ja, die setzen wir aber so, dass wenn ich hier runterspringe, ich kein Fall Damage bekomme. Hier muss es doch irgendwo. Ich muss doch irgendwo mal Kohle haben. Alter, da, komm. Ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Kohle, damit ich hier endlich mal genug Fackeln machen kann. Das ist ja unfassbar. Immer muss ich nach Kohle. Bitte. Alter, das ist ja eine. Alter, what? Das ist eine riesige Kohleader. Leute, wir arbeiten nie mit Laternen. Und ihr beschwert euch in den Kommentaren auch darüber, dass ich immer mit Fackeln arbeite und nie mit Laternen. Das ganze Projekt mit den Laternen können wir jetzt mal angehen, indem wir ihm hier einfach immer eine schöne Laterne hinsetzen. Ich hoffe, die können sich trotzdem ins Bett legen, auch wenn da eine Laterne ist. Wir können es ja mal hier testen. Stört dich die Laterne? Fuck, die Laterne stört ihn, ne? Die stört die Laterne auch. Mist! Nein! Ah, oh, ich hab den Willen zu holen. Oh, ich wollte. Nein, ich wollte die Laterne abbauen. Nein, der ist, glaube ich, jetzt richtig pisst auf mich. Ja, der ist jetzt richtig sauer, du. Aber zähl's nicht den anderen, okay, dass ich dich geboxt habe. Das war auch keine Absicht, wirklich jetzt. Ich wollte nur die Laterne abbauen, weil die stört dich ja so, die Laterne. Wollen wir so machen. Dann kommt hier einfach ein wunderschöner Half-Slap hin. Und dann ist das auch okay. Es sieht echt sehr komisch aus. Ich gebe es zu. Aber ich finde das auch okay so. Wisst ihr, dann komme ich hier wenigstens immer an sie ran. Auch wenn sie ganz hinten in der Ecke stehen und nicht mit mir traden wollen. Und die haben einen Schlafplatz und alles ist entspannt. So, dann kriegst du hier noch deine Working Station. Du darfst dann auch nach hinten. So, und das machen wir jetzt hier einmal mit jedem. Damit die auch wirklich zufrieden mit ihrem Leben sind. Kann ich jetzt die Fackel abbauen oder schlage ich den wieder? Okay, ich konnte sie abbauen. Alles gut. So, dann haben wir nämlich hier auch definitiv meine mit den Villagern gearbeitet. Ja, und ja, ihr hattet einfach recht, Jungs. Sie bekommen jetzt endlich freie Trades, Alter. Ja, und er wird auch wieder zum Bibliothekar. Das ist top. Das freut mich, dass das jetzt alles super funktioniert. Da brauchen wir uns darüber auch keine Sorgen mehr machen. So, ich habe jetzt noch mein Schild hingemacht, Mending, damit ich Bescheid weiß und nicht vergesse, dass das der Mending-Villager ist. Und dann bekommt auch er das Apartment. Alter, das sind gefühlt wirklich Apartments für die. So, dann bekommt. Oh, sorry, dann bekommen die hier noch ihre Workstations, damit die auch nutzen können. Dann bekommt er hier noch. Oh, er könnte jetzt rauslaufen, so. Und er bekommt auch seine Workstation, so. Und dann könnt ihr jetzt alle. Ah, nee, die hier noch nicht. Die hier brauchen noch Workstations. Und dann können die ab jetzt wirklich alle ordentlich handeln. Sie können sich ordentlich frei bewegen. Keiner hat mehr irgendwelche Probleme. Ich kann ordentlich mit euch traden. Und wir haben endlich dieses Kapitel mit den Villagern abgeschlossen. Was heißt abgeschlossen? Abgeschlossen noch nicht, denn eine Sache, eine lästige, eklige, doofe Sache müssen wir tatsächlich leider noch machen. Und das ist diese hier. Wir müssen uns. Lol, warum ist hier ein Skelett? Okay, hallo. Wir müssen uns nämlich wirklich jetzt noch um die Versorgung hier kümmern. Beziehungsweise darum, dass die Bahn ordentlich unten ankommt. Und lol, das hier ist perfekt auf Höhe 80. Wo kommen wir denn hier raus, wenn wir hier jetzt gerade ausgehen? Wir kommen perfekt hier raus. Also würde die Bahn, die wir bauen, hier ankommen mit den Villagern, die wir brauchen. Das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, dass wir es mit dem Sensorschienen, nicht Powerschienen, Sensorschienen, dass wir es gut mit denen schaffen, das ordentlich und gut zu machen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber die geben ja ein Signal aus und vielleicht kann man das so triggern, dass dadurch das Signal der Schiene ausgesetzt wird oder sowas. Aber Leute, ich bin doch gar kein Redstone-Typ. Ich habe doch keine Ahnung von dem ganzen Ding hier. Deswegen müssen wir das wirklich mal austesten. Wenn das da reingeleitet wird, wird die Schiene gepowert. Sie schiebt das Ding weiter bis nach ganz hinten. Und danach geht die Schiene wieder aus. Heißt, die Villager würden sich hier auf dieser Schiene theoretisch lagern. Theoretisch, wenn ich jetzt hier rüberfahre, wird die Schiene gepowert. Ich werde weggeschoben, die Schiene geht aus. Heißt, wenn mich hier jemand zurückstoßt, aus irgendeinem Grund stößt der Villager halt seinen anderen Kollegen zurück, wird der Villager hier raufgedrückt und kommt hier einfach nicht weiter. Das funktioniert nicht. Okay. So heißt, rein theoretisch kann der Villager jetzt hier kommen. Der kommt hier an, kriegt noch einen Boost und. Ah, der bleibt dann hier schon stehen. Okay, nee, das darf nicht sein. Dann muss das hier weg.
Und hier muss einfach eine normale Schiene hin, dann müsste es funktionieren. Hier geht's an. Er kriegt einen Boost, fährt weiter, fährt hier weiter und kommt hier an. Wenn hier seine Kumpels ihn zurückstoßen, kommt er hier rauf. Hier passiert nichts, hier. Und erst hier passiert was, ja, das kommt, das passt auf jeden Fall. Dann könnte man theoretisch auf ganz provisorisch, also das wird jetzt richtig provisorisch, könnten wir hier ganz einfach Falltüren, ja, wenn der dann mal aus dem Weg geht, Falltüren hinsetzen, weil da kommen die Eisengolems nicht durch und die Eisengolems passen trotzdem auf die Villager auf. Und ich komme hier trotzdem easy rein und raus, wenn ich will. Ich glaube, das ist die Lösung, Leute. Das ist es. So, und dann funktioniert der ganze Hase hier auch. Dann haben wir jetzt das Kapitel mit den Villagern wirklich erstmal beendet. Wahrscheinlich sogar sehr, sehr vereinfacht mit den ganzen Konstruktionen, die wir gebaut haben dafür. Und können uns wirklich jetzt erstmal daran machen zu bauen, den Villager-Handel erstmal in Ruhe lassen. Die sollen sich hier erstmal beruhigen von dem Ganzen, was passiert ist in letzter Zeit. Und uns jetzt wirklich endlich nach oben machen und uns um die wunderschöne Hafenregion kümmern. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Morgen um 17 Uhr machen wir uns dann endlich hier ran, nachdem wir jetzt bestimmt zwei, drei Folgen damit verbracht haben, hier die ganzen Villager runterzubringen und alles ordentlich zu machen und so. Machen wir uns jetzt wirklich endlich ran, damit den Berg hier abzutragen. Leute, ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Morgen um 17 Uhr werden wieder ein paar Fragen beantwortet. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.